Fraktion. Wir öffnen die Fraktionssitzung. Mir macht das heute ein bisschen abwechselnd mit Grumpy, um ein bisschen zu entlasten. Wir beginnen mit Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Da gibt es zwei Themen. Einmal Personal, circa 20 Minuten angesetzt von... Es kommt gerade noch was Neues rein. Genau, einmal Personal, das betrifft also von Harald. Dann einmal Finanzen, nochmal 10 Minuten von Harald. Und Rückblick, Vorschau, Fraktionsklausur, Strategie, circa 20 Minuten beantragt von Grumpy. Gibt es dazu Fragen? Gibt es Einwände gegen einen oder alle dieser öffentlichen Teile? Das sehe ich nicht. Dann ist das so beschlossen. Und die nicht öffentlichen Teile finden wie immer nach der Pause statt, die gegen 11:45 ist. So, dann kommen wir zu Top 2, Bericht des Vorstandes und der Pressestelle. Und wir begrüßen Ingo, gut ausgeruht und frisch aus dem Urlaub zurück. Und der darf dann auch anfangen. Guten Morgen. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch ganz herzlich unseren politischen Geschäftsführer hier in der Runde begrüßen, der warum auch immer heute unsere Fraktionssitzung beiwohnt. Gut, dann weiter mit Ingo, bitte. Ja, tiefenentspannt fasse ich mich ganz kurz. Ich bin wieder zurück. Ich harre der Dinge, die da heute auf mich zukommen und reiche gegebenenfalls einen offiziellen, ausführlichen Bericht der Pressestelle nach, sobald ich die Gelegenheit hatte, meine E-Mail zu checken und mit meinem Kollegen zu sprechen. Gut, dann machen wir weiter mit Grumpy, mit dem Bericht des Vorstandes. Jo, vielen Dank. Es war eine inhaltlich relativ kurze Sitzung, dadurch, dass wir mit den ganzen Haushaltsanträgen sehr, sehr viel im organisationstechnischen auf dem Tisch haben gerade. Wie wir im Übrigen dann jetzt im Nachgang auch bemerkt haben, es sind uns vergangenen Freitag im Übrigen auch noch zwei Haushaltsänderungstitel in unserem großen Mumble durchgeflutscht. Das war eigentlich der größte Teil. Wir haben auch die Sachen, die Harald nachher im nicht öffentlichen Teil vorstellen wird, schon besprochen und durchgekaut und geschaut im Vorfeld auch der Terminplanung für 2015, was wir da alles so machen können. Und es gab ganz kurz nur für das Protokoll, es ist ja ein Klassiker, einen Antrag bezüglich des Kaffees für Fraktionsveranstaltungen, aber das war nicht das große Thema und das große Problem, aber einfach fürs Protokoll, weil es die Presse so mag. Vielen Dank. Gut, gibt es noch Rückfragen? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Dann kommen wir zum nächsten Top 3 Umlaufbeschlüsse und es gab derer keine. Deshalb können wir direkt weitergehen zu Top 4 und jetzt haben wir nochmal der politische Geschäftsführer des Landesverbandes NRW, der Piratenpartei, Manfred Schramm, zu Gast in der Fraktion. Das heißt, jetzt kommt irgendwas. Ich übernehme mal ganz kurz erstmal. Das war zwischen Manfred und mir eine Zwischendurchrücksprache, auch so ein bisschen jetzt den Überraschungsmoment mal zu nutzen von meiner Seite aus. Dass das in diesem Jahr noch geklappt hat, hat mich jetzt sehr gefreut. Ich fände es super, wenn wir das öfter hinbekommen könnten. Denn ich denke, ein Erfahrungsaustausch, ein direktes Bindeglied, Landesvorstand und Fraktion ist richtig und wichtig. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich hier in der Runde begrüßen. Und wenn du Fragen an uns hast, ich bin gerne dein Ansprechpartner, dein Vermittler, frag uns und du hast das Wort. Ja, schönen Dank. Ich bin auch sehr froh, dass das so kurzfristig geklappt hat. Also 3 Wochen nach meiner Wahl schon hier zu sitzen in der Absprache mit Grumpy ist eine tolle Sache. Ich sitze eigentlich hier ausschließlich und nur, nicht mit irgendeinem besonderen Fokus oder Ansinnen oder Wunsch oder Vortrag, ausschließlich aus dem Grunde, weil ich Tuchfühlung aufnehmen möchte, weil ich so ein bisschen die Arbeitsweise wahrnehmen, kennenlernen möchte, die ich zwar schon in Streams auch gesehen habe, aber es ist anders hier zu sitzen, als wenn man es im Stream verfolgt, um gegebenenfalls bei Vernetzungsarbeiten auch der Fraktion in Kreisverbände, in Arbeitsgruppen, Arbeitskreise und so weiter vielleicht als Proxy schon eine Antwort geben zu können, wenn da die Frage kommt, aber die Fraktion müsste doch mal. Und ich kann durch eine bessere Tuchfühlung, die sich jetzt hier erstmalig
beginnt aufzubauen, die ich dann auch, wie Grumpy eben schon sagte, öfter mal wahrnehmen möchte. Nicht unbedingt immer in Sitzungen, sondern vielleicht auch mal oben in den Büros. Kann ich vielleicht vorher schon eine bessere Einschätzung abliefern? Das können wir so nicht machen oder du kannst nicht mit einem Ergebnis innerhalb von einer Woche rechnen, das dauert halt und so weiter. Einfach um mitzunehmen, wie ihr hier dieses Mal jetzt in der Fraktionssitzung, aber auch sonst arbeitet und die Vernetzung dadurch für mich einfacher zu machen. Das ist der wesentliche Aspekt, sonst habe ich keinen besonderen Wunsch. Ich möchte euch einfach nur folgen und zuhören. Danke. Danke, Simone. Danke, Manfred vor allen Dingen. Das Danke galt im Übrigen, dass ich jetzt noch mal kurz das Wort ergreifen darf. Wir haben ja auch am Donnerstag ist ja wieder LAFO-Sitzung im Mumble und auch da denke ich mal, also wir als Fraktion werden auch wieder mit ein, zwei Leuten auf jeden Fall da sein. Ich habe das auch geblockt, denn wie gesagt, auch der Rückhalt in die Basis hinein und die Rücksprache und die Aussprachemöglichkeit, wir brauchen das einfach viel, viel mehr aus meiner Sicht und von daher freut mich das echt ganz massiv. Gerne. Also um das jetzt noch ein bisschen zu erweitern, ich habe für mich selber so ein kleines bisschen Ziele definiert oder was ich erreichen möchte oder wann ich vor allen Dingen was erreichen möchte. Und die ersten Monate sehe ich erstmal als notwendig für eine interne Vernetzung, um dann, wenn die vielleicht steht, wenn Strukturen sich neu herausgebildet haben oder alte Strukturen wieder endlich belebt worden sind, denn es gibt ja Strukturen und also Vorarbeiten, um dann spätestens Ende 2015 Gas zu geben, damit wir 2016 gemeinsam auf allen Ebenen richtig was schaffen können. Also dann in der Außenwirkung auch richtig vorpreschen, also Campaigning und so weiter, dass wir das abgestimmt fahren können, sowohl von der Fraktion als auch vom Landesverband als auch von Kreisen und so weiter. Ja, vielen Dank, Manfred. Grumpy, ich würde dich bitten, den nächsten Tagesordnungspunkt, dass du den machst, von wegen zur Kenntnis oder nochmal abstimmen. Und haben wir eigentlich schon und haben wir noch nicht abgestimmt? Das wäre sehr nett, danke. Ja, vielen Dank. Top 5 Vorbereitung fürs kommende Plenum beziehungsweise die gesamten Haushaltsgeschichten, die ja jetzt gerade wirklich über allem anderen stehen und schweben. Jetzt habe ich direkt vorweg eine Frage. Es gibt einen Antrag, einen zusätzlichen Antrag zum Einzelplan 01 für den Landesbeauftragten für Datenschutz. Ich glaube, der ging gestern in der überarbeiteten Version. Der von Freitag zum Überarbeiten. Aber jetzt, glaube ich, nur in der fraktionsinternen Liste rum und nicht in der aktuellen Fassung an Antrag Ed. Da gab es eine kurze Irritation. Können wir ja vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Nichts Wildes. Es war ganz einfach so beim Freitagsmumble, dass aufgrund vieler Krankheitsausfälle es ein bisschen Durcheinander gab. Wir hatten zwar mehr oder weniger alle Titel vergangenen Dienstag schon besprochen, aber die nicht so eiligen, die erst diese Woche dann entsprechend eingebracht werden müssen, hatten wir dann übersehen, meinen Fehler wieder einmal nochmal abzustimmen. Dabei geht es um alle kurzen Einzelpläne im Bereich 07. Da hatten wir den Kinder- und Jugendförderplan, den Daniel ja ausführlich auch vorgestellt hatte, schon abgestimmt. Allerdings hatten wir dann die Abstimmungen der weiteren 9 Titel, die da stehen, eigentlich auf Freitag gelegt und haben sie dann nicht mit abgestimmt. Von daher die Frage, können wir die gesammelt abstimmen? Dietmar? Ja, das, wie du das sagtest, nicht die 07er. Die 07er sind da rausgefallen vorab und das sind einmal die von Seite, ich weiß nicht, ob ihr das Kompendium dabei habt, Seite 26 fortfolgende, das ist einmal Erhöhung Baransatz, Zuschüsse für laufende Zwecke, Digitalisierung, Langzeitarchivierung, Zuschüsse laufende Zwecke, Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung für die kommenden Jahre, ebenfalls digitales Archiv, NRW, weitere Mittel für die Maßnahmen zur Digitalisierung, Erhöhung des Baransatzes, alles 07, Kapitel 07, dann
Ja, das betrifft alles die Digitalisierung einmal und dann noch Zuschüsse für Maßnahmen der Kunst- und Kulturförderung, auch nochmal 07. Ich denke, die waren hier zumindest am Dienstag letzter Woche quasi so Kraft gefühlten Meinungsbildes angenommen, allerdings nicht förmlich angenommen. Und es ist noch ein Antrag offen, Kapitel 11, meine ich, wäre das. Das ist dieser Antrag mit den Grünbrücken gewesen. Der ist, glaube ich, auch durchgeflutscht, sodass wir vielleicht die 7er-Anträge aus meiner Sicht en bloc hier abstimmen könnten und dann den 11er, sprich den Grünbrücken-Antrag noch. Das wäre das, was ich dazu hinzufüge. 10, ja, nicht 11. 11 ist was anderes. Ja. Ja, so geht das manchmal. Alles klar. Einsplan 10. Grünbrücken jedenfalls. Danke, Dietmar. Genau, es war nämlich dann zusätzlich, da wäre ich dann gleich drauf gekommen, weil ich das sicherheitshalber als separaten Top 6 hier ausgezeichnet habe, Einzelplan 10 mit den Froschbrücken, den grünen Brücken, müssten wir dann auch noch mal abstimmen. Okay, spricht sich jemand dagegen aus, dass wir die Haushaltsänderungsanträge zum Einzelplan 07 en bloc abstimmen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich ganz gerne euer Votum haben, ob wir diese Änderungsanträge so im Landtag NRW einbringen zum kommenden Plenum. Schon in den HFA, ne? Ja, in den HFA bereits, ja, natürlich. Vielen Dank, das war einstimmig. Dann wäre als nächstes für das Archiv noch nebenbei, ich habe die Aufzeichnung, die Videoaufzeichnung, in der uns das gestern aufgefallen war, übrigens auch noch mal im Protokoll verlinkt. Top 6 Haushaltsänderungs... Moni? Entschuldigung, ja? Ich hatte mich ganz am Anfang schon gemeldet, wollte aber jetzt nicht dazwischen quatschen. Nur zur Information, da steht zur Kenntnis, Antrag OGS liegt in der überarbeiteten Fassung vor. Da ist im Grunde nichts dran geändert worden, weil wir uns entschlossen haben, den genauso zu lassen, wie er ist, weil eine bloße Ankündigung der Landesregierung, etwas zu tun, an unserer Forderung ja nichts ändert. Stimmt. Top 6 Haushaltsänderungsantrag, Einzelplan 10, war ebenfalls durchgegangen. Und auch da würde ich euch ganz gerne fragen, bringen wir die Änderungsanträge vom Einzelplan 010 zum Thema Grünbrücken so im HFA und im Landtag, den einen Antrag im HFA und im Landtag NRW so ein? Dann bitte ich jetzt um euer Votum. Okay. Auch das ist einstimmig. Ich wollte einen Kommentar dazu abgeben. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, welcher, also in der, ich habe es nicht geschafft herauszufinden, welcher Titel es in EP 09 wäre. Also lassen wir den 10 ruhig, weil ich ja davon ausgegangen war, dass Grünbrücken ja im Budget von Straßen NRW liegen muss. Ich hatte mich noch mal kurz zurückgekoppelt, sowohl mit Jens, der auch wiederum mit Heidemarie. Und es gab ja auch Kommunikation zwischen dem Umweltministerium und denen. Und alle sehen es bei uns, also im Kapitel 10. Damit wäre ich zu diesem Zeitpunkt für die beiden Tops durch. Das ist ja, ich hätte da noch eine Frage. Ja, gerne. Ich hatte ja letzte Woche mal die Problematik oder Frage der Gegenfinanzierung angesprochen und mal die Idee vorgestellt, gegebenenfalls die Grundsteuererhöhung, die ja kommen wird, hier zweckgerichtet quasi mit in den Topf zu werfen, um zu sagen zu können, Leute, was auch immer ihr uns jetzt sagt, dass wir nur in ein Wunschkonzert verfallen, lasst uns doch die Grundsteuererhöhung dafür hernehmen und nicht zur einfachen Konsolidierung des ohnehin defizitären Landeshaushalts hernehmen, sondern einfach auch, um das Zeichen zu setzen, zu sagen, hey, wenn denn ihr
bestimmte Steuerschlupflöcher im Bereich der Grundsteuer bereit seid, initiativ auf Bundesebene durchstechend und durchschlagend zu schließen, dann können wir uns auch vorstellen, einer Grunderwerbsteuererhöhung um 1,5% zuzustimmen. Oliver, der hatte gemeinsam mit Stefan da schon einiges mal auch letztens geschrieben, in Vorbereitung auf die Debatte bei Einbringung des Gesetzentwurfs zur Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Das schlägt damit rein in diese Kerbe. Und ich hatte das ja nur letzte Woche mal angerissen. Ich gehe jetzt mal von aus, oder? Nein, ich gehe nicht davon aus, sondern ich hatte ja vielleicht das angeregt, da mal drüber nachzudenken. Das ist nichts, was wir heute jetzt entscheiden müssen. Aber wir sollten das im Hinterkopf haben, weil, wie üblich, kommen natürlich dann die Fragen, teilweise von der Presse, teilweise aber auch natürlich von den anderen Fraktionen. Wo ist denn eure Gegenfinanzierung? Wo ist denn euer Konzept hinsichtlich dessen, wo das Geld hergenommen werden soll? Wir können natürlich hier wieder auf die Einmaleffekte aus beispielsweise erhöhten Zuweisungen des Bundes hoffen oder aus Ausgleichszahlungen aus dem Länder- und Finanzausgleich. Das hatten wir ja im letzten Haushalt so gehandhabt vom HFA-Team aus. Und vielleicht hat ja der ein oder andere sich oder die ein oder andere sich bereits mal Gedanken in diese Richtung gemacht, gemäß meinem Vorschlag, den ich da angeregt hatte, nachzudenken. Und dann würde ich gerne an dieser Stelle vielleicht zwar ein paar Minuten Zeit geben, da vielleicht was zu sagen, zu der Idee. Toso. Zu der Idee als solche, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber zu der Refinanzierung, die immer. Wir sind ja jetzt an einem Punkt in der Finanzverwaltung, wenn ich das richtig sehe, dass wir mehr Leute in Rente schicken, als wir selber ausbilden und neu ins System kommen. Und wenn man jetzt mit der Oberfinanzdirektion oder auch mit den Leuten spricht, die da die grundlegende Arbeit machen, was Steuerprüfungen und so weiter angeht, dann sind die ja jetzt schon weit über den Rand ihrer Kapazitätsgrenzen hinaus. Stichwort ist da für die, die es googeln, die es in ihrer Suchmaschine ihrer Wahl eingeben möchten, DuckDuckGo oder so, grüne Wochen. Wie hoch ist eigentlich wohl der Schatz an Steuern, der da gehoben werden könnte, wenn man einfach mal vom Land her den Steuerfinanzbehörden das Werkzeug an die Hand geben könnte und wirklich die Steuern auch erheben würde, so wie es gesetzlich jetzt schon vorgesehen ist, ohne Verschärfung, ohne CDs kaufen? Ja, das Potenzial ist erheblich. Wir hatten in der Anhörung zum Haushalt 2015 da auch sehr konkret nachgefragt, insbesondere in Richtung Deutsche Steuergewerkschaft, wie das denn aussieht mit den Steuerprüfern und wie das denn aussieht mit den Erträgen daraus. Und da geht man davon aus, dass alleine im Bereich der Prüfung derzeit das eigentliche Soll von etwas über 4.000 Stellen um weit mehr als 600 Stellen unterboten wird. Und das ist wohl, so hörten wir, auch außerhalb der Anhörung eher politisch motiviert, wie auch immer gewollt. Das hängt wiederum auch mit den Ausbildungskapazitäten und der Nachwuchssituation in den Finanzämtern zusammen. Da ist einfach in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan worden. Und auch jetzt wird noch zu wenig getan. Das ist in der Tat ein Schatz, den man heben könnte. Man geht davon aus, dass pro Steuerprüfer, Betriebsprüfer, einen Betrag von, ich glaube, 1,1 Million rund, was war das? Rund eine Million Ertrag erwirtschaftet würde bei einem, kann man sich vorstellen, verhältnismäßig überschaubaren Geldbetrag, der aufzuwenden wäre. Und es gibt eben die Idee, tatsächlich altgediente Finanzbeamte, die also kurz vor der Pensionierung stehen, auch gerade im Bereich Prüfung unterwegs sind, durch Schaffung von finanziellen Anreizen, die natürlich etwas über dem liegen müssten, was der normale Betriebsprüfer beim Finanzamt bekommen würde, damit die also länger machen.
weil einfach die Ausbildungs-, der Nachwuchs nicht gegeben ist. Und selbst dann, wenn man erfahrenere Finanzbeamte aus der Veranlagungs-, aus den Veranlagungsabteilungen nehmen würde, würde das wiederum zu einer Schwächung der laufenden Erhebung von Steuern führen, weil eben der entsprechende Nachwuchs-, Aufwuchs nicht gegeben ist. Das heißt, man müsste dafür Sorge tragen, dass Ausscheidende länger blieben. Der Matthias könnte dazu auch noch was sagen. Da haben wir ja auch schon weitlich drüber diskutiert und debattiert. Ja. Vielleicht noch, um das zu ergänzen, was der Dietmar richtigerweise alles schon dargestellt hat. Es gab ein Treffen mit der Deutschen Steuergewerkschaft, auch hier im Haus mit einer größeren Delegation. Auch, nicht ausschließlich, aber auch zu diesem Thema haben wir uns da beraten, wobei uns die Deutsche Steuergewerkschaft halt dargelegt hat, dass das ein langfristiges Vorhaben ist und nichts, was man jetzt unterjährig veranschlagen kann, weil zum einen der Ausbildungszeitraum für neue Kräfte, wie der Dietmar das gerade schon vorgestellt hatte, ein langjähriger oder mittelfristiger ist. Und das, was über das Ausscheiden der Altgedienten angedacht war, ist es so, dass sich beamtenrechtlich noch nicht so darstellen lässt, wie wir das damals in dem Gespräch mal angedacht haben, weshalb wir da auch noch weiter in Kontakt sind. Es nur sich so darstellt, dass sich für diesen Haushalt sich nichts darstellen lässt, was tatsächlich in 2015 zu realisieren ist. Also sprich, was man als tatsächlichen Haushaltsänderungsantrag einbringen kann. Die Motivation bei der Landesregierung, die nicht mehr dieser vor allen Dingen Betriebsprüfer zu beschäftigen, liegt auch daran, dass ein Großteil des Ertrages Richtung Bund wandert, weil es eben Steuerarten sind, die Richtung Bund abgeführt werden und davon eben nur ein Teil hier im Land bleibt, bei voller Bezahlung natürlich der Personen. Das ist der Grund, weshalb die politische Motivation so da liegt. Man geht da im volkswirtschaftlichen Sinne eher davon aus, größere Effekte zu erzielen, wenn man entsprechend die Wirtschaft ankurbelt und diese Effekte sich dann derart auswirken, dass man auch bei gleichem Personaleinsatz eben erhöhte Steuereinnahmen generiert. Das ist so der aktuelle Stand, den wir dazu haben. Es lässt sich daher leider nicht so darstellen, dass wir in einem effektiven, belastbarem Vorschlag hier einen Haushaltsänderungsantrag stellen können, der diese Summe beispielsweise, die wir jetzt hier gesammelt mit unseren Vorschlägen veranschlagt haben, decken würde. Toso. Dankeschön. Matthias, du sagtest gerade, dass nur ein Teil der Gelder hier bleiben würde. Gleichwohl wäre es ja schon sinnvoll, wenn sie dann quasi nicht hier bleiben, sondern zurücküberwiesen werden würden, wenn man die entsprechenden Steuerprüfer einstellt. Und es würde ja sicher auch was dem Bund insgesamt bringen. Dann müsste man vielleicht die schwarze Null nicht auf Kosten der Länder, Kommunen und Sozialkassen im Bund anstreben, sondern könnte das mit Steuereinnahmen tun. Das fände ich schon sinnvoll. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen Geld dran ist. Dann sagtest du, die aktuelle Politik besteht mehr darin, die Wirtschaft anzukurbeln. Mit der Haushalts-Nicht-Ausgabepolitik, die wir zurzeit auch haben, sowohl im Bund wie auch im Land, sehe ich das nicht unbedingt optimal umgesetzt. Da kannst du vielleicht noch mal was zu sagen. Ich meine, Sparpolitik kurbelt halt wenig Wirtschaft an, soweit ich das weiß. Und du bist ja da absolut Fachmensch in den Finanzgeschichten. Hat das überhaupt schon mal vernünftig funktioniert, dass man mit Staatsausgaben so einen kompletten Staat quasi wirtschaftlich zum Aufschwung verholfen hat? Ich meine, das, was immer so gesagt wird. Im Hinterkopf muss man ja immer behalten, wir haben hier einen Haushalt in NRW von, weiß ich nicht, 60 Milliarden Euro. Das ist ungefähr das Geld, was eine mittelgroße Versicherung jedes Jahr anlegen muss. Der Rest des Staates und der Wirtschaftskraft mal außen vor genommen. Ich glaube, unsere Steuerkräfte sind da sehr übersichtlich. Danke. Also, um auf den ersten Aspekt einmal einzugehen, ja, du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, ja, die Effekte gehen dann eben indirekt über den Bund und fließen ja auch wieder zurück. Nur das führt eben nicht zu einer Deckungsfähigkeit im Haushalt 2015. Definitiv nicht, denn das ist, wenn überhaupt, eine politische Diskussion, die überhaupt angestoßen werden müsste, hängt auch damit oder letztendlich davon ab, inwieweit beamtenrechtliche Vorschriften verändert werden, inwieweit bis hin eben in die Besoldungssituation hinein. All das lässt sich nicht parallel zum laufenden Haushaltsverfahren
machen. Man kann natürlich politische Anträge stellen, das ist vollkommen klar, das wäre eine denkbare Lösung, um die Diskussion anzustoßen und anzuregen auf dieser Basis. Was aber eben nicht umgerechnet werden kann, außer über Schätzungen und hypothetische Annahmen auf eine Haushaltsdebatte oder auf eine Haushaltssituation, wie wir sie jetzt für 2015 in der Beratung vorfinden. Deswegen ist der Vorschlag zwar in der Welt oder die Idee ist in der Welt, aber es lässt sich nicht eins zu eins auf den Haushalt umsetzen, den wir jetzt zur Beratung anstehen haben. Die andere Sache ist die mit dem Ankurbeln der Wirtschaft. Das wird man nicht global betrachten können, sondern wird es im Einzelfall schauen müssen. Ich denke zum Beispiel, das wirst auch du ja kennen, im Zusammenhang mit KfW-Mitteln und dergleichen mehr, Gebäudesanierung bzw. energetische Gebäudesanierung, da ist es bekannt, dass dieses zumindest in Teilbereichen der Wirtschaft, nämlich der Bauwirtschaft, zu erheblichen konjunkturellen Aufschwüngen gekommen ist in den letzten Jahren. Ich sag mal, bis so lange wie die Förderprogramme eben voll griffen. Das wird man eben dann im Einzelfall betrachten müssen. Ich habe das Beispiel ganz bewusst gewählt, weil es eben auch verschiedene Aspekte mit berücksichtigt. Einmal Energie, Umwelt, Bauwirtschaft, natürlich die Mittelstandsförderung, die damit auch gleichzeitig durchaus von der Motivationslage her mit verbunden war. Und. Also das spielt, glaube ich, schon eine ganz wesentliche Rolle. Ein Staat kann Anreize schaffen, die schafft er in der Regel über Förderprogramme, die eben bei den Privaten, bei den Bestellern, bei den Auftraggebern den Bedarf nicht wecken, ja doch, den Bedarf wecken und eben den Anreiz liefern, dass bestimmte Investitionen getätigt werden, die wiederum als Reflex über die Wirtschaft, über die Steigerung gewisser wirtschaftlicher Aktivitäten dann auch zu einer Mehreinnahme auf Seiten des Staates führen, wiederum über Steuern verschiedener Art, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Also ich denke schon, dass durch die Schaffung von Anreizen auch ein Staatshaushalt sehr gut profitieren kann, wenn da also Wirtschaftsförderung so gesehen wird, wo alle letztendlich was von haben. Also auch das Gemeinwesen was von hat, dann kann man das durchaus mit einbeziehen. Allerdings jetzt konkret runterzubrechen auf den Haushalt, das halte ich für außerordentlich problematisch. Nicht, Matthias, also da glaube, da sind wir uns einig, dass man das nicht in Euro und Cent umrechnen kann, dass man sagen kann, also pass auf, wir geben jetzt den und den Anreiz rein. Dafür fehlen uns effektiv die personellen und auch sonstigen Mittel, um herauszufinden, wie zum Beispiel ein Institut hier, RWI oder dergleichen mehr, die also da mal eben 500 Leute dran setzen, um festzustellen, mathematisch und exakt fiskalisch festzustellen, welche Effekte dann das im Einzelnen erzielt. Aber die Lösungen sollten wir einfach weiterhin durchaus auch im Auge haben. Nicht zuletzt zum Beispiel auch unsere vielfach immer und gerne immer wieder bemühten Anträge im Bereich Breitbandversorgung gehören selbstverständlich ebenfalls dazu. Auch die flächendeckende Breitbandversorgung ist letztendlich ein Wirtschaftsfaktor, ein ganz wesentlicher sogar, auch ein Standortfaktor bis hin zu der Überlegung von kleineren oder mittleren oder sogar großer Unternehmen. Gut, großer Unternehmen wahrscheinlich weniger, die werden das sich ziehen, aber mittelständischer, kleiner und kleinerer Unternehmen, die eben überlegen, können wir überhaupt in NRW an bestimmten Standorten unseren Betrieb aufrechterhalten, wenn wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das heißt, die Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit läuft dann teilweise über die Breitbandversorgung. Und wenn man ab und zu mal ins Radio hört, so WDR und so, wo dann Berichte aus irgendwelchen ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens kommen, wo die Leute wirklich im Vergleich zu anderen in Ballungsgebieten beispielsweise ansässigen Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil dadurch haben, dass sie allein einen Download von Plänen und Auftragssituationen die zehnfache Zeit benötigen, dann weiß man, sind die einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, dann weiß man, findet möglicherweise ein Ausfall statt, aber auch eine Abwanderung von Unternehmen in Gebiete, die auch möglicherweise, gerade dann, wenn es sich um Randlagen von NRW handelt, außerhalb NRWs liegen. Und das sollte man eben auch, was die Wirtschaftsförderung anbetrifft, im Auge halten. Soweit dazu. Ich möchte das noch kurz richtigstellen, was ich denn da gerade gesagt habe. Ich habe gesagt, dass die Argumentation
der Behörden, nicht unsriger. Wir haben in den Anhörungen sowohl die Deutsche Steuergewerkschaft als auch andere Vertreter, die da befugt und sich berufen fühlten, zu antworten, befragt dazu, die ganz klar, und das kann man in den Protokollen auch nachlesen, sowohl, dass wir die Fragen gestellt haben, als auch die klaren Antworten, dass es dort noch eine Kapazität gibt, die zu nutzen wäre, die auch nicht zu diesem Effekt führt mit dem Grenznutzen, dass man also auch bei zusätzlichem Personal keine weiteren Steuereinnahmen zu erwarten hat. Das ist definitiv nicht der Fall hier in Nordrhein-Westfalen. Ich habe darauf verwiesen, dass ein Großteil der Einnahmen an den Bund gehen, weil es de facto so ist, dass die politische Motivation der Landesregierung, die wir nicht teilen, aufgrund der Sachlage, das habe ich hier auch noch mal ganz deutlich klarzustellen, und was unsere Bemühungen angeht, so habe ich beispielsweise schon in der Referentenrunde, ich glaube schon im Oktober, von diesem Gespräch berichtet, das wir dort geführt haben, habe auch darüber berichtet, in die Richtung tätig zu werden. Es waren diverse Vertreter dann auch nochmal zu unterschiedlichen Anhörungen da, wo die Gespräche am Rande weitergeführt wurden, wo uns einfach beamtenrechtlich momentan noch keine Lösung einfällt, wie wir beispielsweise diese Übergangsphase, die es eben benötigt, sich realisieren lässt, sodass es zum einen Motivation gibt, eben auf altgediente Beamte zurückgreifen zu können, dass sie eben auch mitmachen und dann auch noch die Größenordnung, also die Menge zu akquirieren, die dafür notwendig ist. Und solange das nicht gegeben ist, kann man natürlich keinen soliden Antrag hier einreichen, geschweige denn, dass man den ohne politischen Antrag, wie man erklärt, wo man sofort dieses Personal hernehmen möchte, eben nicht nur unrealistisch, sondern auch gänzlich aus der Luft gegriffen einreichen würde. Und da haben wir uns eben dagegen entschieden. Und das ist die aktuelle Sachlage. Olaf. Ich weiß jetzt nicht mehr, ist jetzt schon auch her, wenn ich das, da hätte ich vorhin auch schon gefragt. Du hattest ja auch deinen Vorschlag gemacht von wegen, und jetzt korrigiere mich, wenn ich den falsch verstanden habe, dass wir uns vorstellen könnten, für die Grunderwerbsteuer zu sein, wenn das Land, oder ist es richtig, dass du die, also das, dass du, also du müsstest es gleich beantworten, von daher normalerweise, dass wir für die, also die Frage, sollen wir uns für die Grunderwerbsteuer dafür sein, unter der Prämisse, also zumindest das uns in der Argumentation so darstellen. Wir könnten uns vorstellen, auch für die Grunderwerbsteuer zu sein, wenn das Land sich auf Bundesebene ganz eindeutig dafür einsetzt, dass die Steuerschlupflöcher, die es zurzeit gibt, bei der Grunderwerbsteuer, also auch ganz klar die Steuerschlupflöcher in der Grunderwerbsteuer zu schließen, dass wir uns dann vorstellen könnten, die zu machen. Gut, wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich das soweit, ich persönlich erstmal soweit unterstützen. Ich finde die Idee sehr gut. Ob denn, das müsstet ihr mir eigentlich dann mit Zahlen belegen, ob dann, wenn die Steuerschlupflöcher geschlossen sind, ob dann die Grunderwerbsteuer überhaupt für unsere Forderungen noch notwendig ist, die Erhöhung. Wenn dem so ist, wäre ich dann auch für die Erhöhung. Wenn dem nicht so ist, könnte man sie ja dann auch weglassen und sagen, Ding ist, beziehungsweise ist es dann eventuell politisch taktisch, einfach weil du dann sagst, wenn Sie sich dafür einsetzen, dann müssen wir Ihnen natürlich auch an der Stelle einen Schritt entgegenkommen und Ihnen 1,5% zustimmen. Könnte ich mir auch vorstellen. Das ist aber dann ja der Unterschied zwischen Taktik und wahrer Forderung. Danke, Olaf. Als Düsseldorfer muss ich da ganz kurz auch meinen Senf zugeben, denn die Erhöhung der Grunderwerbsteuer gerade in Düsseldorf wird auch mit dazu führen, dass wir ärgerlicherweise weniger vernünftigen bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt bekommen. Und wir haben hier eh schon viel zu hohe Mieten letztlich auch, sodass ich dies sogar eigentlich eher als Investitionsbremse sehe. Da Steuern sich auch nicht, wie soll ich sagen, zielgerichtet einsetzen lassen, lehne ich persönlich ja die Erhöhung einer Grunderwerbsteuer an der Stelle ab. Dann habe ich Moni als nächstes. Ich schließe mich dem an. Also es wird die Kosten für Wohnraum erhöhen, aber unabhängig davon finde ich es schwierig, nur damit wir jetzt eine Deckung haben, einfach zu sagen, wir stimmen der Grunderwerbsteuer zu. Also das ist ein völlig anderes Thema, was ich denke, dass man getrennt davon diskutieren sollte und jetzt nicht einfach da in den Zusammenhang bringt, nur damit wir irgendwie eine Deckungsmöglichkeit haben. Also ich würde das schon gerne dann auch prinzipiell erstmal diskutieren und wollen.
Dann habe ich Dietmar. So, ich glaube, wir müssten da einmal, oder ich möchte an dieser Stelle einmal an das Grundverständnis der Piratenpartei erinnern. Wir haben in unseren Programmen durchweg die Möglichkeit von Steuer einzuführen und Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen. Die einzige Steuer, relevante Steuer, die wir auf Landesebene eigenständig im Land beeinflussen können und die auch wirklich einen Ertrag bedeutet, nicht Abgaben, Steuern, ist die Grunderwerbsteuer. Alle anderen Steuern sind Bundessteuern, gleichwohl beispielsweise die Vermögensteuer den Ländern überwiegend zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es ja auch im Zusammenhang mit der Erbschaftssteuer demnächst eine Verfassungsgerichtsentscheidung. Daran orientiert wird sich möglicherweise auch eine Vermögensteuerdebatte wieder entfachen. Gleichwohl, es bleibt dabei, wenn wir in NRW fragen, wie wir Steuern, die Einnahmen des Landes signifikant heißt über 1% erhöhen können, bleibt es bei der Grunderwerbsteuer. Kommen wir nicht dran vorbei. Jetzt könnte man natürlich tatsächlich fragen, hat das wohnungswirtschaftlich Auswirkungen? Liegen nicht so die wirklich negativen Erkenntnisse dahingehend vor, ob die letzte Grunderwerbsteuererhöhung, ich meine, das wäre 2005 gewesen, nachdem also der Bund seine Grunderwerbsteuerhoheit quasi aufgegeben hat zugunsten der Länder, von 3% auf 5% tatsächlich zu einer Erhöhung der Mieten geführt hat. Dann die Frage müsste gestellt werden, in welchem Umfang hat sie zur Erhöhung der Mieten geführt und wird die weitere Grunderwerbsteuererhöhung tatsächlich zur Erhöhung der Mieten von sogenanntem bezahlbarem Wohnraum führen. Jetzt ist überall davon die Rede, es ist eine 30-prozentige Steuererhöhung, ja, das ist richtig, 5% plus die 1,5 sind rund 30%. Ja, uns liegen dafür keine Erkenntnisse vor, dass dadurch der Wohnraum teurer wird. Ja, es liegen diese Erkenntnisse nicht vor, da kann man jetzt lachen. Man kann die Zahlen auf den Tisch legen oder versuchen, das zu belegen und dann gerne auch historisch betrachtet belegen. Ansonsten ist es eher eine Frage von Psychologie an dieser Stelle. Und mag wohl sein, dass der Grunderwerb auf dem von Grund und Boden, auf dem dann sogenannter bezahlbarer sozialverträglicher Wohnraum, sozialverträglichen Mieten ausgestatteter Wohnraum gebaut werden soll, etwas teurer wird. Ja, das ist sicherlich richtig. Es ist nur die Frage, ob das wirklich der Fall ist, denn die meisten Erwerbe, die in diesem Kontext geschehen, um sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen, erfolgen grunderwerbsteuerfrei. Aufgrund der gegebenen Möglichkeiten, die das Grunderwerbsteuergesetz nämlich bietet. Und von daher reden wir hier, wenn überhaupt, vom sogenannten privaten Wohnungsbau. Und ob der private Wohnungsbau diesen von uns angedachten bezahlbaren Wohnraum tatsächlich schafft, das halte ich für eine gewagte These. Die würde ich gerne einmal belegt bekommen. Wir können natürlich auf der anderen Seite ein bisschen in die Argumentation der FDP verfallen und sagen, oh, die armen, lieben Familien, die jetzt ihr Häuschen bauen wollen, die müssen jetzt so fürchterlich tief in die Tasche greifen. Leute, wovon reden wir? Wir reden hier von Gebäuden oder von Immobilienerwerben zwischen 200.000 und 350.000 Euro, die sage ich jetzt mal, 2.000 bis 3.000 Euro teurer werden. Im Gesamtvolumen macht das den Braten nicht fett. Aber wir reden hier nicht von den Großimmobilieninvestoren, die, ob nun über Luxemburg oder nicht über Luxemburg, eben die Möglichkeiten der steuerlichen Umgehung tatsächlich nutzen, was sich nämlich umgekehrt dann eben nicht auf den Mietpreis niederschlägt. Also bitte, die These möchte ich gerne belegt haben, dass jetzt durch diese Grunderwerbsteuererhöhung die Mieten signifikant steigen, auch in der Zukunft steigen, weil eben da entsprechende Erwerbskosten auf diese Art und Weise umgelegt werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu, bitte. Also das hätte ich gerne mal gehört. Nur, in der Tat, ich möchte auf die Frage von Olaf noch antworten, sehe ich hier selbstverständlich die Bedingung als im Raum stehend an, dass einer solchen dann auch für unsere zukunftsweisenden Investitionsvorschläge deckende Steuererhöhung
Ja? Selbstverständlich, Steuerschlupflöcher zu schließen sind. Und das ist eine Bedingung. Solange die Landesregierung nicht bereit ist, einem dann noch zu prägenden Antrag zuzustimmen, nämlich diese Initiative auf Bundesebene zu ergreifen, wird man der Grunderwerbsteuererhöhung eben nicht zustimmen und sagen, dann muss der Landesgesetzgeber, muss der Landeshaushaltsverwalter, sprich der Finanzministerium, gucken, die Landesregierung muss gucken, wie sie dann bitte schön unsere sinnvollen und geforderten Ausgaben zur Deckung bringt. Sei es drum durch Kürzungen in irgendwelchen Förderprogrammen, die eben gar nicht so unserer Programmatik entsprechen. Da gibt es also noch genügend. Ja, oder von mir aus eben auch in der Umwidmung von Kunstverkäufen und dergleichen mehr. Danke, Dietmar. Ich habe auf der Liste stehen Creon, Moni, Olaf, Toso. Und jetzt muss ich ausnahmsweise fragen, weil die Zeit für diesen Top eigentlich rum ist, wollen wir dazu weiter diskutieren? Ich wollte gerade fragen, möchten wir weiter diskutieren? Wer dem zustimmt, der möge jetzt bitte die Hand heben. Dieses Thema weiter diskutieren möchte, der möge jetzt die Hand heben. Nein. Ja, das ist zu den Einzelplänen, deswegen. Olaf, dein Mikro war ärgerlicherweise jetzt nicht an. Ich glaube nicht, dass dies in dieser Woche die entscheidende Frage sein wird. Und ja. Und wie gesagt, zeittechnisch ist sie nicht kriegsentscheidend. Von daher ist die Diskussion auch aus meiner Sicht leider zu diesem Zeitpunkt beendet. Aber ich glaube, wir haben da was für ein Themenmumble gerade gefunden. für in zwei Wochen. Da bitte ich auch von persönlichen möglichen Kommentaren abzusehen. Es muss noch eine abschließende Bemerkung gemacht werden. Ich würde ganz kurz dem Matthias die Gelegenheit geben, noch ein allerletzten Satz dazu zu sagen, und dann würde ich ganz gerne in der Tagesordnung weitermachen. Wir haben nämlich auch schon 10.52 Uhr. Es gibt einen bestehenden Fraktionsbeschluss aus dem letzten Jahr, der eine Refinanzierung der eingebrachten Vorschläge nötig macht. Wenn das hier nicht geschehen soll, dann muss jetzt ein gegenteiliger Beschluss gefasst werden, allerdings aktiv. Ansonsten ist es das, worauf wir letztes Jahr schon hingewiesen haben, wenn wir nämlich erst die Änderungsvorschläge sammeln, die wir haben und abstimmen und dann über die Refinanzierung reden, wie wir es jetzt gerade tun, dann passiert genau das. Dann möchte ich jetzt einen aktiven Beschluss haben der Fraktion, die sagt, wir refinanzieren nicht, und dann können wir das so einreichen, dann ist die Debatte natürlich dann auch damit beendet. Okay, bitte Harald nochmal. Also wenn jetzt so eine Grundsatzdiskussion, ich muss mich nicht äußern, aber ich würde trotzdem der Fraktion eins zu bedenken geben. Wir sind nicht in Regierungsverantwortung. Ja? Und ich meine nicht, dass wir uns hier von vornherein den Kopf darüber zerbrechen sollten, wie die Finanzierung von Maßnahmen vonstatten gehen soll. Das hat bitte schön die Landesregierung zu tun. Selbst wenn sowas in der Kai, ich habe jetzt deinen Zwischenruf glücklicherweise auch verstanden, akustisch. Wenn wir was im vergangenen Jahr beschlossen haben, würde uns das noch lange nicht daran hindern, in diesem Jahr, wenn wir klüger werden, dann was anderes zu beschließen. Also insofern muss man immer darüber diskutieren. Ne? Es erübigt sich nicht immer eine Diskussion zu solchen Fragen. Aber ich möchte hier nur loswerden, es ist nicht originäre Aufgabe der Oppositionsfraktionen an sich, sich darüber den Kopf zerbrechen, wenngleich man selbstverständlich das im Auge haben muss. Ja, das ist ja jetzt nicht so, als wenn ich diametral dagegen argumentieren wollte. Ja. Okay. Olaf, gemacht, das Mikro ist nicht an.
Okay, aber es ist auf jeden Fall diskutabel und ich glaube, wir sollten diese Diskussion zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall wieder aufgreifen und fortsetzen. Von daher sind wir mit Top 6 jetzt durch und kommen zu Top 7. Ja, Kai, toi, toi, toi. Das ist aber ganz eindeutig so zu sehen. Nochmal. Ja, Matthias, also ich weiß. Eine Arbeitsanweisung der Fraktion ist, keine Anträge einzureichen, die keine Refinanzierung haben. Ein Mitarbeiter kann diese Anträge jetzt hier so nicht einreichen, weil keine Gegenfinanzierung da ist und kein anderslautender Beschluss. Daniel. Matthias, ich bin ja bei dir. Deswegen hatte ich letzte Woche danach gefragt, bevor wir die Haushaltsänderungsanträge debattiert haben. Wir haben das irgendwie nicht als sinnvoll erachtet, erst über die Gegenfinanzierung zu reden oder die mögliche Gegenfinanzierung, sondern wollten die Anträge durchziehen. Für mich ergibt sich daraus implizit, dass wir die einfach einreichen. Und damit ist ein älterer Beschluss durch einen neueren Beschluss, nämlich durch den Beschluss, diese Änderungsanträge einzureichen, einfach hinfällig. Wenn wir uns jetzt noch über eine Gegenfinanzierung unterhalten wollen, dann schmeißen wir das bitte auf eine Tagesordnung, diskutieren das. Gerne über die Grunderwerbsteuer, du hast ja vorhin noch eingeworfen, ist eine politische Diskussion, die jetzt irgendwie abzubrechen, ist blöd. Ja, ich persönlich konnte mich darauf aber jetzt zum Beispiel nicht vorbereiten. Das hätte ich gerne getan. Ich finde nichts von Gegenfinanzierung in der Tagesordnung und habe da gestern nichts zu gefunden. Also insofern, lass uns das gerne irgendwie tun. Das können wir gerne nächste Woche oder sowas auf die TO packen. Aber jetzt ist Stand der Dinge, dass wir die Änderungsanträge so einreichen, wie wir sie beschlossen haben, aus meiner Sicht. Auch wenn es vielleicht irgendwie ein bisschen blöd ist. Frank noch? Ja, eigentlich erübrigt sich das, Daniel hat es gesagt. Ich denke, die Ressorts haben sich bei ihren Überlegungen teilweise an der Gegenfinanzierungsidee orientiert, teilweise nicht. Aber es ist hinfällig, weil wir haben beschlossen, die vorliegenden Anträge einzureichen. Und in dem Fall gibt es keinen Hinderungsgrund für Mitarbeiter der Fraktion, denke ich mal, das auch entsprechend zu tun. Votum ist, dann kann man es ja auch so ins Protokoll schreiben. Ja. Genau, machen wir dann auch. Top 7 Sonstiges. Es ploppte am Wochenende ein Thema auf, auch im Rahmen der Klausurtagung, welches gerade in den Kommunen sehr stark umstritten ist. Es geht um den Bereich des Wahlrechts. Und da wollte ich Frank fragen, ob er zwei, drei Sätze ausführen möchte zu dem Thema. Es geht um die Einführung einer möglichen 3% Sperrklausel und die entsprechenden Gegenmaßnahmen. Frank? Gegenmaßnahmen. Also ich würde dringend empfehlen, was heißt dringend? Ich würde empfehlen, einfach im Moment ganz entspannt zu sein. Also die Kommunalwahl, die haben wir gerade hinter uns, recht erfolgreich für uns. Landtagswahl nach Plan sind wir jetzt gerade in der Halbzeit. Wir wissen von den sogenannten etablierten Parteien ja schon seit einiger Zeit, dass ihnen Konkurrenz nicht schmeckt. Und haben wir ja nach der Wahl und merken wir ja auch hier, Konkurrenz stört ja das Geschäft. Insofern kommt immer wieder, oder natürlich auch mit einer Strategie, dieses Thema 3%-Hürde. 5% ist ja vom Verfassungsgericht aufgehoben worden, dann bleibt halt 3. Kann man ja nochmal versuchen. Natürlich Strategie, letztes Jahr Sommer, Herbst, erstmal so ein bisschen Geplänkel in der Presse. Der eine macht hier eine Äußerung, der andere da. Jetzt gibt es halt von den verschiedenen Verbänden Beschlüsse. Landkreisversammlung letzte Woche hat auch einen Beschluss gefasst. Landkreisversammlung sind die Landräte und Stellvertreter der Landkreise. Ich weiß nicht, ob jemand andere, also außer CDU oder SPD, Landräte noch Vertreter anderer Fraktionen kennt, ich glaube nicht, oder anderer Parteien. Das heißt, man ist da lieber unter sich. Die haben also einen Beschluss gefasst, dass es ganz, ganz schlimm ist und sie unbedingt eine 3%-Hürde brauchen. Ich finde es gut, wenn wir
uns weiter die Argumente angucken, mit denen da gearbeitet wird. Solche Beschlüsse kann eine Versammlung sicherlich machen, aber davon haben wir noch keine 3%-Hürde. Die muss entweder in die Verfassung geschrieben werden, das wird hier im Landtag entschieden. Sie muss eigentlich hin, es gibt da gar keinen anderen Weg, weil das die einfache gesetzliche Regelung ist ja schon aufgehoben worden. Das heißt, wir werden uns hier angucken, wann denn da konkrete Ideen und dann vor allen Dingen die konkrete Begründung kommt und dann aktiv werden. Ich denke, wir stellen uns, falls sich immer die Gelegenheit gibt oder die Notwendigkeit gibt, das Thema zu diskutieren in der Öffentlichkeit, jederzeit dieser Diskussion. Wir haben sicher ausreichend Argumente, warum eine 3%-Hürde völlig verfehlt ist, am Willen des Bürgers vorbeigeht, am Willen am Grundgedanken der Demokratie vorbeigeht und so weiter. Ich glaube, da brauchen wir uns, da brauchen wir keine großen Sitzungen, um uns da irgendwie vorzubereiten. Das haben wir drauf. Und insofern würde ich doch gucken, was kommen für Argumente, was bisher vorgebracht wurde, ist alles völlig abenteuerlich und an den Haaren herbeigezogen. Also da bin ich im Moment wirklich relativ entspannt. Und bin gespannt, welcher Beschluss als nächstes kommt, von welchem Verband und wer da nochmal Hilfe schreit. Dann habe ich den Toso und den Masche auf der Liste. Ja, wir haben das Thema im Kommunalausschuss seit Anfang der Legislaturperiode immer wieder auf der Uhr. Also nicht als Thema im Ausschuss, sondern als Thema in unserer Arbeitsgruppe im Endeffekt. Und das, was CDU und SPD hier machen, ist, versuchen eine Grundlage zu schaffen, wie sie mit ihrer gleichartig abgestimmten Beschlusslage diverser Untergliederungen versuchen, einen Teppich an Notwendigkeiten zu erschaffen, der einfach nicht da ist, der eigentlich eher das Gegenteil beweist. Wenn man jetzt sieht, dass die beiden großen Parteien hier versuchen, nur mit Beschlusslagen in Gremien, in denen sie halt eine verfassungsändernde Mehrheit stellen, zu suggerieren, das wäre notwendig und die Leute vor Ort würden das haben wollen und brauchen, konterkariert einfach die Argumentation. Es zeigt einfach nur, dass sie an der Stelle völlig hilflos sind, dass ihnen demokratische Argumentationen an der Stelle völlig fremd sind. Schaut man sich mal an, wie wenig Wahlbeteiligung wir jetzt schon haben. Und wenn man sich überlegt, Beispiel Dortmund, letzte Kommunalwahl, 32% Wahlbeteiligung oder sowas um den Dreh, die davor. Und wenn man sich dann überlegt, dass man aufgrund von Sperrklauseln noch bis zu 15% dieser Wahlbeteiligung wegwirft, dann gibt sich keine demokratisch sinnvolle Argumentation, diese Sperrklauseln einzuführen. Gleichzeitig muss man sich auch mal einfach anschauen, wie lange die Ratssitzungen dauern oder die Gremiensitzungen. Es ist keine länger geworden als früher. Von daher totaler Unsinn alles. Kann ich mich Frank nur komplett anschließen, aber wir haben das auf der Uhr, alles schön. Viel Spaß dabei weiter. Ja, Manfred, sehr gerne. Ja, danke, dass ich reden darf. Ich sehe auch die Problematik weniger bei den Argumentationsketten, Ketten sind es ja nicht mal, bei den wenigen Argumenten, die da gebracht werden, die auch in aller Regel immer auf diese eine Kommune Dortmund abheben mit 14 Stunden Erstsitzungsdauer konstituierend und so weiter. Ich kann mich da so anschließen aus persönlicher Erfahrung, dass auch Listen möglich waren in Gemeinden, in denen jetzt 2 bis 3 sogar neue Fraktionen oder Einzelkämpfer hinzugekommen sind. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass aufgrund dieser Tagung, die gerade gelaufen ist, jetzt in allen Kreisen zumindest, in den Gemeinden und Städten wird es in der zweiten Welle wahrscheinlich kommen, von entsprechenden Fraktionen die Anträge gibt, dass der Kreistag doch bitteschön eine Resolution zu verfassen habe, beim Land NRW Druck zu machen, dass diese 3%-Hürde jetzt auf Verfassungsbasis und so weiter bitteschön ganz schnell gemacht werden möge und nicht erst in 2016 zum Greifen kommen mag, um eben den entsprechenden Abwehrreaktionen anderer Kräfte die Zeit zu geben, abzuwehren. Also die wollen tatsächlich, dass 2017 die Sache dann safe ist. Und das ist jetzt der Punkt, warum ich hierzu reden möchte. Wir haben in den Kreisen und später auch in den Gemeinde- und Städten, Stadträten 100 so und so viele Leute sitzen, die aufgrund ihrer Unerfahrenheit, jetzt mein eigenes ganz egoistisches Denken,
nicht unbedingt alle in der Lage sind, mit der Frage umzugehen. Wie positioniere ich mich dazu? Welchen Redebeitrag bringe ich vielleicht in der nächsten Kreistagssitzung, um unsere Position darzustellen? Und da würde ich mir natürlich so eine kleine leitende Hilfe aus diesem Hause hier wünschen wollen. Danke, Manfred. Dann habe ich Toso. Das ist ziemlich egal. Ich glaube, Frank und ich sagen das Gleiche. Also erstmal steht das Angebot sowieso immer auf uns zuzugehen. Also an Argumentationshilfe, wer sich hier gerne 6 Stunden von mir besprechen lassen möchte, immer ran. Allerdings hat der Martin Keschschütz da auch schon ein Pad angelegt, was auch auf der AK-Kommunalliste schon verbreitet worden ist. Da stehen auch die Argumente alle nochmal stichwortartig drin. Frank nochmal. Ja, da kann auch wirklich nur der dringende Appell an alle Vertreter der Piraten in den Kommunen gehen, ganz entspannt sein. Ihr braucht die Argumente nicht, die anderen brauchen die Argumente. So. Die müssen sagen, warum das alles nicht geht. Und das sollen sie halt mal tun. Ich meine, dass da 2 große Lager sind, die sagen, man wäre lieber unter sich, okay, dann lasst ihr das halt sagen, weil ihr habt sowieso keine Mehrheit dagegen zu stimmen. Ihr werdet euer Votum, ihr werdet euren Standpunkt in so einer Debatte darlegen können. Wie gesagt, es gibt Argumentationspads und wir stehen da, wie Toso sagt, auch beide jederzeit zur Verfügung und alle anderen hier auch. Aber die Argumente müssen diejenigen bringen, die da was ändern wollen. Insofern wirklich entspannt sein. Und eine Resolution im Stadtrat oder im Kreistag ändert nicht die Verfassung. Punkt. Dann habe ich noch mal kurz den Masch und dann fürs Schlusswort vielleicht den Olaf. Den Olaf habe ich halt auch. Ja, wie ich eben schon sagte, es geht mir nicht um die Argumente. Da wissen wir, was wir dagegen zu sagen hätten. Es geht mir um das Signal. Also ich habe den Eindruck, dass der eine oder andere sich dann nicht trauen wird, dagegen zu reden. Es ist für uns jetzt inhaltlich, argumentativ gar nicht nötig, dagegen zu reden. Aber wenn ich in einem Kreistag bin und 65 andere Kreistagsmitglieder da sitzen, die alle dagegen halten, also gegen meine Position halt, oder eine Position aufbauen, die ich nicht vertreten kann, gegen die ich arbeiten möchte, wünschte ich mir ein Signal der Solidarität, so will ich es mal sagen, um mit einer breiteren Brust handeln zu können. Und dieses Signal könnte jetzt natürlich kommen aus einer Versammlung der Kreistagsmitglieder der Piraten, also Piraten, die da Mitglied sind, kann aber auch aus dem Landtag kommen, also aus der Fraktion kommen. Das wollte ich damit angesprochen haben. Wir brauchen die Argumente nicht mehr zu sammeln. Die sind da, der Clay hat da eine Vorlage gegeben, die sicherlich 1:1 umsetzbar und nutzbar wäre. Das Signal ist mir wichtig. Okay, Olaf dann. Ja, ich hatte das ja auch in der Klausurtagung angesprochen. Ich sehe da jetzt weniger, also das Thema angesprochen, ich sehe da jetzt weniger die Sache mit der Argumentation und wie ich damit umgehe oder so, das ist nicht das Problem. Problem ist eigentlich, wie gehen wir damit um von dem, was jetzt passiert. Es passieren jetzt politische Prozesse und da kann draußen auch so viel diskutiert werden, wie will. Wenn sich hier im Haus CDU, SPD, Grüne und FDP einig sind, dann ändern die das erstmal. So, dann wäre die nächste Frage, wie sieht es dann mit Verfassungsklagen aus und so weiter. Es ist weniger die inhaltliche Diskussion, als wie jetzt mit dem, was auch Toso auf. Ich kriege es auch so mit, in jeglichen Gesprächen, die ich mitkriege zwischen Kommunalpolitikern aus den großen Fraktionen mit Landtagspolitikern, wo ich dabei bin, egal über welche Fraktionsgrenzen hinweg. Es ist immer wieder, wird Druck gemacht von den, oder der Druck gezeigt, also es mir zur Show gestellt, weil ich bin bei den Gesprächen dabei, ich kann sie so an der Stelle nicht so richtig einschätzen. Ich sehe es, kriege es immer wieder mit, dass dort dieser Druck aufgebaut wird. Und sei es auch nur, um mir zu demonstrieren, die Leute, also die Städte wollen das ja. Ja? Und das deckt sich ja genau mit dem, was Toso hat. Also es ist weniger mit dem Inhalt umgehen, der Inhalt sind wir klar positioniert. Wie gehen wir jetzt mit der Strategie um, die da läuft? Wie wann gehen wir in die Offensive und versuchen, das öffentlich zu machen, dass sie sich vielleicht doch nicht trauen? Das ist eigentlich viel mehr die Problematik, die ich in dem ganzen Zusammenhang zu besprechen sehe und die ich viel, viel wichtiger finde. Und das auch noch auf den verschiedenen Ebenen abgestuft, also weil es eben ein kommunal direkt mit dem Landesthema gekoppeltes Problem ist. Ne? Da sind nicht wir im Landtag alleine und da sind auch die Kommunen nicht alleine. Das muss zusammenlaufen. Das ist das große Problem, was ich sehe. Okay, ja. Dann jetzt zu guter Letzt.
Frank. Ja, also ich denke, öffentlich machen bei jeder Gelegenheit, wenn solche Verfahren in einem Kreistag, in einer Gemeinde oder sowas laufen, ja, aber ruhig und überlegt, nicht mit Panik, weil von rein faktisch ist das so, natürlich haben die drei Großen, das sind ja eigentlich nur drei, die haben die Mehrheit, die können auch die Verfassung ändern, das können die auch hier im Landtag machen, da können wir dann nur rumzappeln. Das, denke ich mal, ist aber so nicht, wir sollten dann nicht rumzappeln und Panik haben, sondern wir müssen dann einfach transparent machen und deutlich machen, hier will eine alte Mehrheit unter sich bleiben und neue Ideen rausdrängen. So, das ist das, was öffentlich gemacht werden muss. Und ich denke, je mehr Argumente die diese drei Größeren bringen, desto mehr kommen sie eigentlich auch, also bringen müssen irgendwo in der Diskussion, desto mehr kommen sie in Schwierigkeiten. Weil es ist ja nicht so, dass die Räte nicht arbeiten können. Sie arbeiten ja. Und all diese, das brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Also überlegt an die Sache rangehen, gucken, was kommt da. Und natürlich bei jeder Gelegenheit sagen, was der Punkt ist. Nämlich, hier wollen Etablierte keine Konkurrenz. Hier will man unter sich sein und nutzt fadenscheinige Argumente. Das sind die Dinge, die immer wieder deutlich gemacht werden müssen. Vielen Dank, Frank. Entschuldigung, ganz letzter Satz. Wir nehmen das aber auf. Nochmal ein bisschen Rückhalt auch für die Kommunen. Wir haben ja hier demnächst, kommen wir gleich noch zu, ein Treffen und nehmen das auch nochmal auf, dass wir hier vom Landtag aus irgendeine Art, irgendetwas an die kommunalen Vertreter zurückspiegeln. Die unterstützen natürlich. So, vielen Dank, Frank. Wenn Simone nichts dagegen hat, würde ich kurz weiter moderieren. Dankeschön. Auch ein Thema, was wir mit Sicherheit weiterhin im Blick haben und auch besprechen können, ohne in Panik zu verfallen. Dann gibt es nur kurz die Zwischenabfrage als nächstes innerhalb des Punktes Top 7 von mehreren Veranstaltungen, die angesetzt sind. Eine Zwischenfrage von Moni. Nee, ich habe bei Top 7 unter Sonstiges noch Themenmammel am Donnerstag geschrieben. Ich möchte da eben was zu sagen. Okay, es ist genau das eingetroffen, was ich befürchtet habe. Ich habe auf die Mailingliste geschrieben, wer macht's? Reaktion keine im Großen und Ganzen. Dann bin ich nochmal rumgelaufen, habe nachgefragt, habe ich ein Angebot bekommen. Ich empfinde es nicht als meine Aufgabe, dann noch zu gucken, ob das alles rechtens ist und wer da noch mit für verantwortlich ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht darüber diskutieren. Wenn ihr glaubt, dass wir das anders organisieren müssen zu diesem Thema, dann lassen wir das jetzt ausfallen. Punkt. Ja? Ich will jetzt nicht, wer, wo, wann irgendwo einen Fehler gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dann, bevor das jetzt weiter da hochkocht, einfach sagen, gut, lass uns dieses Thema diesen Donnerstag nicht machen. Und dann ist die Sache gelaufen. Nur ich sage auch, wenn das für mich so ist, dass ich den Leuten hinterher herrennen muss und dann immer noch gucken muss, wer jetzt vielleicht hätte, weiß ich nicht, dann mache ich das einfach nicht mehr. Das ist mir dann einfach viel zu nervig und aufwendig. Darf ich kurz fragen, weil so richtig habe ich die Diskussion da jetzt nicht verstanden. Ich kann das ja auch nochmal erklären, ist ja über die Mailingliste gegangen. Der Olaf hat angeboten, was zum Wahlalter zu machen. Fand ich gut, war ich dankbar drüber. Durch diese ganze Klausur haben wir das aber nicht da nochmal rumgefragt, sondern das ist uns übers Wochenende dann durch die Lappen gegangen. Dann habe ich heute Morgen mit Ingo darüber gesprochen. Was wir nicht getan haben, Olaf und ich, ist halt zu gucken, wer ist mit diesem Thema noch zuständig. Das ist uns durch die Lappen gegangen. So, ich kann das verstehen, aber dann brauchen wir dann noch eine klarere Absprache, wer dafür zuständig ist. Und ich sage ganz deutlich, ich nicht, wenn ich das organisiere. Also es ist nicht mein Job, jetzt zu überlegen, ja, das muss dann der sich bei mir meldet, meiner Meinung nach. Und da meine ich jetzt gar nicht Olaf mit. Also in der Situation, wo wir geguckt haben, welches Thema kriegen wir noch hin. Deshalb möchte ich jetzt einfach nur wissen, ob ihr das Thema so wichtig findet, dass wir es jetzt nicht am Donnerstag machen, da offenbar die anderen, die da involviert sind, keine Zeit haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Olaf.
Und die Reaktion kann ich auch nachvollziehen. Ich fand es auch ein bisschen komisch, was dann passiert ist. Halte sogar das jetzt nicht unbedingt wirklich hier für die geeignete Stelle, das zu sprechen. Die Sache ist die allerdings mit dem, ich habe gestern wirklich bei einer Menge auch NGOs dabei zu Werbung gemacht schon zu dem Thema. Das möchte ich jetzt, dadurch ist auch dieser Klamotte passiert, dass das unter einem falschen Titel im Twitter erschienen ist. Ja, das ist ein bisschen blöd gewesen, sehe ich so, es ist unter einem falschen Titel im Twitter erschienen. Daraufhin ist das ja überhaupt erstmal dann auch schon was aufgepoppt. Ja, weil es nicht Fraktionsmumble hieß oder Themenabend, sondern Diskussionsabend hieß. Wenn irgendwer, und von daher würde ich jetzt darum bitten, egal, das einfach jetzt durchzuziehen, weil ich glaube, es wäre zumindest ein schlechter Blick nach draußen, auch wenn es jetzt mein Thema ist, ist ein bisschen blöd, für sein Thema zu reden, aber es ist nun mal eben bedenkt, dass jetzt die Gruppen, mit denen ich auch seit Monaten im Kontakt stehe zu dem Thema, dass ich die jetzt wirklich zumindest angeschrieben habe und habe gesagt, dass das Thema am Donnerstag dort besprochen wird. Danke, Olaf. Toso. Ja, es zeigt halt, dass die Absprache in der Fraktion an der Stelle, was die Arbeitsaufteilung angeht, nicht funktioniert. Wie wir damit jetzt umgehen, ist mir persönlich ziemlich egal. Der einzige politische Punkt, wo wir das Wahlalter oder die Änderung des Wahlalters zur Landtagswahl besprechen, ist halt in der Verfassungskommission. Olaf, wenn du da mit NGOs in Kontakt stehst, wäre es halt toll gewesen, das an uns in irgendeiner Form zurückzuspiegeln, also an den Marsching und mich. Das ist so nicht so richtig passiert. Wir haben versucht, das immer wieder hier in die Fraktionssitzung zu spiegeln, was gerade in der Verfassungskommission läuft. Wenn das nicht aufgenommen wird, weiß ich nicht, muss ich an meinem Sendeformat weiter arbeiten. Jetzt an der Stelle eine öffentliche Veranstaltung dazu zu machen, wo ich dann vermute, dass der aktuelle Sachstand der Diskussion, wie er hier im Landtag halt gerade ist, nicht entsprechend wiedergegeben werden kann, weil ja anscheinend auch der Rest nicht aufgenommen worden ist. Kann man halt machen, diskutiert man halt nur nicht den politischen Rahmen, der aktuell gegeben ist, sondern halt ein bisschen allgemein in die Luft. Kann man machen, macht aber dann halt keinen Sinn. Vielleicht unterhalten wir uns dann auch nochmal, ob wir diese Arbeitsaufteilung, die wir machen und hier regelmäßig machen, weiter so machen oder ob wir sagen, lass uns das mit der Arbeitsaufteilung einfach lassen. Mir ist das, wie gesagt, ich bin da sehr emotionsbefreit dazwischen. Danke. Gut, dann habe ich den Olaf und den Frank. Ich bin am Wochenende gefragt worden, ob ich ein Thema übernehmen könnte, ob ich den Termin übernehmen könnte. Und es gibt zurzeit ein Thema, das ist bedingt Landesthema, sehe ich auch, aber das ist natürlich auf jeden Fall, das ist eigentlich ein Thema auf allen Ebenen, weil es eben ums Wahlalter geht. Es hat gar nichts mit der, ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt das Thema nehme, Verfassungskommission, Wahlalter absenken auf 16 Jahre, sondern das große Thema, das derzeit aufgrund der Klage von 15 Jugendlichen beim Bundesverfassungsgericht, aber selbst wenn es Erfolg hätte, würde es auf das Land runtergebrochen werden müssen und auch auf die Kommunen. Deswegen muss man sich da zumindest mal mit auseinandersetzen, finde ich. Und von daher finde ich es nicht falsch, das auch auf Landesebene mal zu diskutieren. Ich hatte es gar nicht gesagt. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt am Donnerstag, dass dieses Thema drankommt, sondern dieses Thema ist schon seit Monaten bei mir. Ich wundere mich, dass das dann wiederum auch keiner mitgekriegt hat, dass ich da so seit Monaten das mache. Also zum Beispiel habe ich die Frau eingeladen, die auf dem Landesparteitag zu diesem Thema gesprochen hat und die Klage vorgestellt hat. Ich mache hier bei vielen Leuten, ich würde mich wundern, wenn das Thema zwischen uns noch nicht mal zumindest irgendwo mal aufgeploppt ist, weil es ist schon mein Anliegen, dieses Thema weiter zügig in kleinen Schritten. Dafür ist es auch eigentlich zu kontrovers, um da jetzt irgendwie groß Randale zu machen, weiter voranzubringen.
Und von daher finde ich das dann auch schon wieder ein bisschen komisch, dass ich, wenn ich am Wochenende, wo innerhalb des Wochenendes auch die Kommunikation nach außen etwas schwierig ist und auch sehr eingeschränkt ist, dann doch hier, und jetzt entschuldige bitte den Ausdruck, von dir angepisst werde, der nicht da war, dass ich dich nicht innerhalb von 2 Minuten informiert habe, dass ich ein Thema anspreche, was ein wenig deinen Arbeitsbereich ankratzen könnte. Also, dass das das Thema ist, was ich schon seit Wochen hier mache und auch mit, wie gesagt, mit Organisationen dabei waren. Ich weiß, wir hatten uns auf dem Treffen da von dem Bund der katholischen Jugend auch getroffen zu dem Thema. Aber ansonsten habe ich dich in dem Thema so nicht doll wahrgenommen. Ist ja auch richtig, weil es geht in der Verfassungskommission zurzeit gar nicht um das Thema. Da geht es, das hast du auch sogar ziemlich klar, immer gut deutlich klargestellt, um das Thema Absenkung auf 18. Aber das ist nicht das Thema von dieser Veranstaltung oder das ist nicht mein Thema, was ich da voranbringen wollte, Absenkung auf 16, sondern Abschaffung des Wahlalters. Das sind 2 grundlegend verschiedene Dinge, finde ich. Und von daher fühle ich mich jetzt hier wirklich ein bisschen sehr angepisst und angegriffen von dir. Vor allem, dass du dieses Thema jetzt hier so runtermachst, von wegen, dass das hier auf Landesebene nichts zu suchen hätte oder so. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir möglichst bitte so harsche Worte, die in den Bereich der persönlichen Beleidigung gehen, einfach mal darauf verzichten. Dann möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass wir doch ein wenig auf die Sprache achten. Ich habe den Frank auf der Liste und den Nico. Ja, also ich glaube von der Diskussion, also wie viel Prozent irgendein Thema in wessen Bereich, Tätigkeitsbereich aktuell hier reinspielt, hat hier glaube ich gar nichts mit zu tun. Ich wollte eigentlich noch mal fragen, so wie ich das verstanden habe, sind diese Themenmammel nicht an die Arbeit im Landtag hier direkt gebunden an irgendwas Konkretes, sondern der einzige Punkt ist, dass halt ein MDL dabei ist. Da schüttelt jemand den Kopf, also dass wir dabei sind, dass wir das machen, aber das Thema eigentlich frei ist, also nichts mit aktueller Arbeit zu tun hat. So habe ich das verstanden. Korrigiere mich, wie die Voraussetzungen sind für das Thema im Themenmammel. Moni, möchtest du direkt antworten? In einem Satz beantworten. Also es muss kein aktuelles Thema sein, aber schon ein Thema, wo es halt vielleicht ein wichtiges Thema für die Partei ist, einfach auch um Parteimeinung weiterzubilden. Das muss, hat hier nichts, ja? Also es geht ja darum, Themen aufzuwerfen, mit uns zu diskutieren, die vielleicht dazu dienen, die Parteimeinung, sage ich mal, weiterzubilden, um daraus irgendwann nicht hier Anträge zu machen, sondern zum Beispiel mal auf einem LPT. Ja? Und da wir ja so manchmal so ein bisschen mehr Fachwissen haben, was wir einbringen können, geht es darum, dieses Wissen in dieses Mumble zu tragen und dann zu diskutieren. Und der Punkt war, dass ich gefragt habe nach einem Thema und dann ist gesagt worden, auch zu Recht, es ist blöd, ein Thema immer zu nehmen, wo wir alle einer Meinung sind. Ja, macht so ein Mumble jetzt nicht so super spannend, sondern es wäre ja cool, wir hätten mal ein oder andere Themen, die auch so ein bisschen kontrovers diskutiert werden können. Und daraufhin ist Olaf mit diesem Vorschlag auf mich zugekommen. Und ich finde, das ist schon ein Thema, was die ganze Partei beschäftigt. Und ich finde das, fand das einfach eine gute Idee, weil das sicherlich eine ganz spannende Sache auch ist. Nico, danke. Einen Satz noch. Ihr müsst mir jetzt nur bitte sagen, was Donnerstag passiert, damit ich das weiter organisieren kann. Alles andere ist mir dann letztendlich, müsst ihr wissen. Nico. Dankeschön, Grumpy. Ja, Moni, von mir kann ich dir das direkt sagen. Was die anderen dazu meinen, müssen sie noch entweder sagen oder dir durch Handzeichen signalisieren. Für mich ist das gar keine Frage. Bitte weitermachen. Ich finde die Diskussion jetzt hier an der Stelle auch so ein bisschen zu viel. Worüber reden wir? Wir reden darüber, ob wir über ein Thema diskutieren. Ich meine, also da kann von mir aus jeder, der da in der Partei und vor allem mit der Partei diskutieren und vor allem jemand, der nun wirklich in dem Thema drin ist, in dessen Ausschusszuständigkeit das in meinen Augen auch liegt, der sich eben da schon längere Zeit mit beschäftigt. Und ja, und wer sich sonst noch dazu berufen fühlt, wie Moni ja auch schon sagte, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt, dann sollen die doch bitte schön auch an dieser Diskussion teilnehmen
und gut ist. Insofern, bitte, wenn ihr noch weiter diskutieren wollt, ich kann das so nicht nachvollziehen. Danke, Nico. Ich glaube, dann haben wir jetzt die abschließenden Worte von Daniel. Ja, vielen Dank. Also ich greife vielleicht das auf, was Nico zuletzt gesagt hat. Selbstverständlich ist das ein Themenbereich, was eben mit in Olafs Zuständigkeit fließt. Toso hat jetzt vorhin schon ausgeführt, dass er das mindestens oder dass dieses Thema halt mindestens auch hier in der Verfassungskommission angesiedelt ist. Nicht als Gesamtthema Abschaffung eines Mindestwahlalters, sondern zumindest die, ich nehme mal einen Piratenbegriff, die Brücken oder einen bei den Piraten verbreiteten Begriff, eine Brückentechnologie dort diskutiert wird, nämlich die. Damit sind wir auch wieder beim Einzelplan 09. Also wo es zumindest darum geht, vielleicht einen Zwischenschritt zu machen, das Wahlalter auf 16 abzusenken. Jetzt bin ich, und Rechtsausschuss ist auch immer zuständig, sieht man. Jetzt bin ich halt jugendpolitischer Sprecher, das mag dann verwirrend sein, aber ich halte mich da per se halt auch automatisch für zuständig. Bin ja ebenfalls auch in Kontakt und war auch auf diversen Veranstaltungen schon dazu. Ich halte dieses Thema auch, oder ich halte es zu kurzfristig, das Thema am Donnerstag in diesem Themenabend zu behandeln. Ich halte das für ein elementar wichtiges Thema hier für uns. Das wird uns halt eben definitiv in dieser Legislaturperiode hier noch beschäftigen. Vermutlich sogar mit Erfolg beschäftigen. Also vermutlich, oder es besteht eine Möglichkeit, dass das Wahlalter zumindest auf 16 abgesetzt wird. Ich fände das schon schön, wenn wir das irgendwie in einem Rahmen machen, wo die Wichtigkeit dann halt tatsächlich auch irgendwie vernünftig hervorgeht. Jetzt frage ich mich dann immer, also ich weiß nicht, ich sage jetzt mal Moni oder Nico oder Kai hat gerade auch noch so einen Zwischenruf dann gemacht, die Diskussion ist über. Ich wäre arg gespannt, wenn ich jetzt am Donnerstag zur Schulpolitik, zur Europapolitik oder zur Energiepolitik einen Themenabend veranstalten würde. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr nicht allzu sehr begeistert davon wärt. Aber das lasse ich mal so im Raum letzten Endes stehen. Ich bin mir jedenfalls sehr sicher, dass ihr das irgendwie kacke findet. Whatever. Ja, ist er. Whatever. Das ist jetzt angekündigt. Ich fände es jetzt mindestens genauso doof, das irgendwie abzusagen. Also ich würde darum bitten, das durchzuziehen. Ich kann nicht versprechen, am Donnerstag da zu sein. Ich habe noch anderweitig Termine. Es wird zumindest sehr eng. Ich weiß nicht, wie es bei Toso und Michelle aussieht, ob einer von den beiden mit dabei sein kann. Wenn nein, ist das halt schade. Aber ich hatte das gestern aufgegriffen, um einfach das grundsätzlich noch mal in Erinnerung zu bringen. Lasst uns das doch bitte machen mit diesen Zuständigkeiten. Wir haben die Zuständigkeiten hier vergeben. Das ist gar nicht so kompliziert. Wir müssen nur kurz miteinander reden. Dann ist der Zuständige mit im Boot und dann wird letzten Endes irgendwie auch alles gut. So schlimm und so kompliziert ist das tatsächlich nicht. Gut, dann, wow, doch kontrovers. Dietmar, Olaf, Nico. Diskutieren um das Diskutieren. Fast schon alles gesagt, die Zuständigkeitsdiskussion ist so 0,5 Bürokratie. Gerade diese Frage, die hier im Themenmampel aufgeworfen werden soll, wenn ich das richtig verstanden habe, ist etwas, was auf sehr, sehr, sehr breiter Ebene in der Öffentlichkeit zu diskutieren wäre, in der Öffentlichkeit. Also nicht nur hier, nicht in der Verfassungskommission, nicht im Themenmumble, sondern deutlich darüber hinaus. Und wenn der Themenmumble auch unter Einbeziehung der, ich nenne das mal Basis-TM, ausreichend befüllt wird, kann das auch über die Kommunen, über die jeweiligen Vertreter in den Kommunen, unsere Vertreter in den Kommunen, in die Öffentlichkeit getragen werden und eine Diskussion anstoßen, die es braucht,
um mit einer breiten Öffentlichkeit auch Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben, wie zum Beispiel CDU, SPD, FDP, die dann sich alle zusammensetzen wollen und sagen wollen, so, wir schlagen jetzt den Hammer über das Thema. Und deswegen, go, ey, bloß go. Und nochmal, was die Verfassungskommission, ich habe das jetzt nur gelesen, was hier stand, ich möchte das auch nicht irgendwie emotionalisiert hier vortragen, ja, es ist ja, mag ja sein, dass die Verfassungskommission sich damit befassen muss. Das wird sie aber dann tun, wenn die öffentliche Debatte dazu abgeschlossen ist, denke ich. Ich glaube nicht, dass die Verfassungskommission dasjenige Gremium ist, welches hinter verschlossenen Türen, nämlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, darüber diskutiert. Ne? Also das bitte lass mal doch besser nicht so handhaben. Olaf. Tja, da muss ich dich jetzt auf den Daniel, du hattest gerade kritisiert, dass das, und da sehe ich mich dann natürlich dann als der, dem die Kritik entgegenschlägt, dass ich die Sachen mache, ohne das mit dir abzusprechen und die sogar längerfristig plane. Ja, das ist alles schon da. Das soll ja auch nicht der abschließende Diskussion. Das ist ja nicht da, dass die Diskussion da laufen soll und dann sind wir nach einer Stunde fertig. Das Ganze ist schon weiter geplant. Und jetzt sage ich es wirklich ehrlich, weil es mich auch, dieser Angriff heute wieder hier von dir, wärst du an den Treffen, die auch terminlich mit dir, mir und Andrea vereinbart waren, teilgenommen, dann wüsstest, wo der Stand der Dinge bei der Diskussion ist, wo der Stand der Planung ist, was wir sogar alles noch vorhaben, zu dem Thema zu machen in der nächsten Zeit. Und davon ist das ein kleiner Baustein, den ich gerne aufgegriffen habe, als er mir am Wochenende angeboten wurde. Das ist alles. Und ich verstehe auch wirklich nicht diese ganze Sache hier. Ich habe langsam ein bisschen das Gefühl, und ich wirklich, ist mir jetzt auch egal, dass es öffentlich ist, sobald hier Leute Initiative ergreifen, es ist doch zum Kotzen. Ich mache ein Themenammel, das ist eine Stunde von der ganzen Arbeit hier. Und das ist hier so kontrovers zu diskutieren. Ja? Da kommt ein Twitter hoch mit mein Thema. Ja? In Anführungsstrichen, okay. Ja? Und, ja klar, du kannst dich jetzt rausreden mit in Anführungsstrichen. Ja? Aber der Tweet war auch öffentlich, deswegen kann ich auch öffentlich darauf antworten. Und ja, und durch die Anführungsstriche kommt aber zumindest raus, als wenn ich an dir vorbei agiere und nicht mit dir abspreche. Ja, tue ich. Wenn du nicht zu den Absprachenterminen kommst, dann kann ich nicht mit dir sprechen. Ich verstehe, dass du es machst. Ich kann Einzelkämpfer sein, ich bin gerne ein Einzelkämpfer, das mache ich immer. Nur, wenn ich in die Rolle des Einzelkämpfers bin, weil andere nicht mit mir kommunizieren, weil sie nicht kommen zu den Kommunikationen, dann bitte nicht hinterher darüber beschweren, dass ich ein Einzelkämpfer bin. Weil dann kann ich nur noch ein Nichtkämpfer sein und die Arbeit hier einstellen. Danke. Es ist 11.33 Uhr. Ich unterbreche aus Gründen zu diesem Zeitpunkt genau hier die Sitzung bis 11.50 Uhr. Die Rednerliste bleibt bestehen. Ich bitte alle, mit mir mal kurz eine Runde rauchen zu gehen. Der Stream läuft, gehe ich mal davon aus. Jaroslav? Super. Wir haben jetzt 5 Minuten länger pausiert, weil wir da noch kurz einen Antrag kurzfristig in die Pipeline geholt haben, zu dem wir dann vielleicht auch noch gleich was sagen müssen. Ich habe im Augenblick auf der Liste den Nico, den Masch, den Kai, den Toso. Ich möchte alle Leute bitten, entsprechend auch mit Blick auf die Zeit, sich kurz zu halten und auch bitte Ruhe zu bewahren. Nico. Genau, erste Bürgerpflicht, Ruhe bewahren. Noch mal kurz, um auf Daniel zu antworten, aber vorher noch mal zur Klarstellung, bevor Toso noch Blutdruck kriegt. Natürlich tagt die Verfassungskommission nicht hinter verschlossenen Türen. Also das ist öffentlich und gestreamt und ich weiß nicht was alles. Das ist nicht der Punkt, aber um nochmal auf Daniel zurückzukommen, der Vergleich war ja nicht ein bisschen schräg. Also natürlich kannst du gerne, wenn es deinen Fachbereich betrifft, auch über europapolitischen Sachbezug diskutieren. Ja.
wenn es da in deinem Ausschuss was vorkommt. Würde mich natürlich, da hast du auch recht, freuen, wenn ich davon erfahre und dann auch dazu Stellung nehmen kann und würde dann gerne mitdiskutieren. Und jetzt ist es auch nicht so, dass Olaf halt total fachfremd wäre und das jetzt überhaupt nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fiele. Das würde ich nur mal gerne... Habe ich so betont. Gut, das möchte ich nur mal, noch mal klarstellen an der Stelle. Und grundsätzlich tun uns, glaube ich, Diskussionen ganz gut, bevor andere Fraktionen, Parteien hier die versuchen oder erfolgreich versuchen, das Thema für sich zu besetzen und zu vereinnahmen. Die Gefahr besteht ja jetzt gerade deswegen... bitte mit der Diskussion anfangen und wenn das dann heißt, ja, aber das ist nicht ausreichend und das Thema ist viel größer als jetzt so ein kleines Themenmampel, dann macht doch eine Folgeveranstaltung und dann eine größere Veranstaltung in Anschluss daran. Danke. Vielen Dank, Nico. Dann habe ich den Masch. Manfred. Ja, nochmal danke, dass ich wieder mitreden darf. Mir ist eigentlich völlig egal, wer und ob und warum und wenn nicht, falls doch... weshalb dann nicht. Der Olaf hat einen ganz glücklichen Zeitpunkt erwischt, das jetzt in dieser Woche zu machen. Und aus folgendem Grunde, die Frau Schwesig, wir alle wissen, hat ja jetzt das Elternwahlrecht ins Thema gebracht. Die erste Reaktion von Piraten zu diesem Thema war, ey, was ein Quatsch, Wahlalter abschaffen oder Wahlalter zumindest senken, ist die richtige Gegenantwort. Und es ging die Diskussion los, 16 Jahre, 12 Jahre, 0 Jahre und. Und deshalb ist es gerade zeitlich super passend, dass wir das jetzt besprechen für die Basis. Dann habe ich den Kai. Ja, ich möchte zunächst den Beitrag von Manfred stützen. Das ist genau richtig, dass wir darüber diskutieren. Und dann möchte ich auch anmerken, also der Olaf und ich haben jetzt zum Beispiel auch einen Berührungspunkt. Der Strompreis ist durchaus immer wieder Bestandteil einer Diskussion. Und wenn der Olaf zum Strompreis diskutieren möchte, dann kann er das selbstverständlich tun. Und das kann er auch ohne mich tun. Da habe ich auch überhaupt kein Problem dabei. Möglicherweise freue ich mich darüber, wenn ich dann da sein kann und meinen Senf auch dazugeben kann, weil ich eine andere Meinung habe an der Stelle. Aber eine Diskussion selber fördert ja das Thema eigentlich nur, bringt es in die Öffentlichkeit, bringt es in die Diskussion tatsächlich und hilft eigentlich vorwärts zu kommen. Von daher verstehe ich und stehe auch zu der Aussage, die ich vorhin getätigt habe, diese Diskussion ist über. Diese Diskussion ist tatsächlich über, weil der Olaf das einfach so machen sollte, wie er es vorhat. Gut, dann habe ich jetzt die Schlussworte von Toso. Ja, erstmal danke an Nico, dass du den einen Teil vorweggenommen hast. Ich glaube, es gibt keine Gruppe oder Arbeitsverbund hier, der öffentlicher tagt als die Verfassungskommission. Alleine der haben es zu verdanken, dass wir inzwischen in zwei Räumen die Möglichkeit haben, hier zu streamen. Von daher ist das schon öffentlich klargestellt, finde ich gut. Kostet eigentlich Windows-Hochfahren auch einen Fünfer? Schon gut. Zum nächsten Punkt, Olaf, es wäre einfach klasse, wenn du diese Geschichten dann auch zurückspiegelst an die Fraktion, wenn du da so dermaßen in Kontakt bist. Ich habe das leider weder bei einem AK noch hier in der Fraktion wahrgenommen. Und auch wenn Marsching oder ich das Thema hier in die Fraktion zurückgespiegelt haben über die Verfassungskommission, habe ich nicht in Erinnerung, dass ich von dir da Beiträge zugekriegt habe. Deshalb, selbstverständlich, du kannst zu allen Themen Mumble machen, ist mir völlig Wumpe. Aber an der Stelle lass bitte den Stand der Diskussion im Landtag außen vor. Das fände ich total gut. Danke. Ich bin irritiert. Olaf, bitte. Auch hier nur die Information. Es war mehrmals Gesprächsthema im AK1. Und da ist auch zum Teil geplant worden und darüber gesprochen worden, wie weiter mit dem Thema umgegangen wird. Das nur zur Information, dass da nie drüber gesprochen wurde. Dann bin ich selber abschließend auf der Rednerliste, denn ich werde den Abend am Donnerstag moderieren. Und ich werde mich freuen, mit Olaf diesen Abend zu moderieren. Und damit wir überhaupt diese Diskussion angeschoben kriegen, genauso wie wir diese Diskussion auch fortsetzen können und höchstwahrscheinlich auch werden, denn es ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema für die Piraten, auch
sowohl im Bund als auch im Land als auch in den Kommunen. Völlig egal, in welchem Ausschuss das gerade läuft, denn die Diskussion kann auf allen Ebenen erfolgen. Das ist übrigens genauso wie die Sache mit der Grunderwerbsteuer. Da findet übrigens am 2. Dezember hier im Landtag eine Anhörung statt mit mehr als, ich glaube, gefühlt 30 oder so Sachverständigen. Da wird es auch kontroverse Dinge geben, die wir dann vielleicht auch mal in einem Themenmambel diskutieren können. Damit ist dieser Teil abgeschlossen. Jetzt gibt es für die Veranstaltung, die sowieso noch anstehen, nur kurz die Wasserstands- und Zwischenmeldungen. Nichts Wildes, weil wir noch oder zunehmend ja auch Veranstaltungen machen möchten, sowohl einzelne Abgeordnete als auch die Fraktion. Und es ist eine gute Gelegenheit, so zum Jahresende hin vielleicht schon mal auch die Sachen für nächstes Jahr und auch die anstehenden Sachen vielleicht einfach mal so kurz vorzustellen. Von daher wollte ich ganz gerne dem Daniel die Möglichkeit geben, was zum Jugendlandtag 2014 und dem kommenden 2015er zu sagen, falls es ist jetzt relativ kurzfristig, falls du möchtest, denn ich glaube, du hast ein Konzept. Nee, ich habe das nicht drauf gesetzt. Bitte, Akustik? Ich habe das nicht drauf gesetzt. Ich habe es drauf gesetzt, okay. Denn es gibt ja ein Konzeptpapier, das wir ja nochmal für den Jugendlandtag 2014 hier nochmal alle hin einladen. Ich fände es ganz schön, wenn wir das noch im Januar hinbekommen würden. Ich gehe auch davon aus, dass wir das hinbekommen werden. Da können wir ja mal gemeinsam in das Konzeptpapier reingucken, dass wir das dann halt angeschoben kriegen. Dann findet statt am 10.12. das kommunale Vernetzungstreffen. Toso, Frank, Toso originär, der Hauptanschieber. Wenn du möchtest, noch Leute einladen, aufrufen. Ich weiß leider immer noch nicht, wie das innerfraktionell mit der Orga laufen soll. Deshalb möchte ich da gar nichts zu sagen. Mit mir ist auch nicht weiter darüber gesprochen worden. Letzter Stand war letzte Woche bei mir. Danach sind halt keine neuen Infos an mich gekommen. Ich weiß nicht, wer die Einladung entgegennehmen soll. Du hattest mir gesagt, dass du dies alleine durchführen möchtest. Ich hatte darauf hingewiesen, dass das schwerlich möglich sein wird. Ich habe dir genau dargelegt, wie das mit den Räumen und in Rücksprache mit dem Präsidium abzulaufen hat. Und du hast gesagt, du machst es alleine. Ich selber sehe das ein bisschen anders. Ich fände es schön, wenn wir das kommunale Vernetzungstreffen von seitens der Fraktion hin bekämen und du halt auch als Zuständiger da mit im Boot wärst. Ja. Also, wer jetzt welchen Zettel unterschreibt, kann man, glaube ich, klären. Brauchen wir jetzt hier nicht zu machen. Wir haben einen Termin initiiert, 10.12. Ich glaube, oder gehe mal davon aus, dass sich da schon ein paar Leute darauf vorbereitet haben. Insofern sollten wir das tun, die Probleme, die Fraktionsveranstaltung zu organisieren. Ich glaube, da gibt es noch Diverses, was man da optimieren kann. Ich hatte ja letztens selber mal das ein paar Probleme damit. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Wir sollten einfach dieses Vernetzungstreffen machen, als erstes von hoffentlich mehreren auch im nächsten Jahr. Und ich glaube, der Termin ist so gesetzt. Toso, wir kriegen das irgendwie hin. Ne? Selbstverständlich kriegen wir das irgendwie hin, bin ich fest von überzeugt. Ich werde dann auf die AK-Kommunalliste und auch auf die NRW-Mailingliste nochmal die Details schreiben. Ich schaue mal. Das freut mich, denn das ist schon ein äußerst wichtiges Treffen. Und dann gab es, Michelle ist heute aus sehr dringlichen privaten Gründen leider verhindert.
Wollte ich halt noch sagen, obendrein gibt es halt im Bereich der Verfassungskommission oder für die Verfassungskommission angedacht eine geplante Tour. Kam zwischendurch Toso, sehr gerne. Ja, die Planung ist da relativ komplex, weil das halt auch alles mit den Kommunalen vor Ort passiert. Deshalb haben wir jetzt einen Termin in Aachen, der eigentlich für diesen Monat noch geplant war, geschoben. Das wird Ende Januar stattfinden. Es ist einfach in den Kommunen jetzt im Herbst oder im Winter oder in diesem Jahr noch zu viel, als dass sie noch die Planung und die Durchführung solcher Veranstaltungen übernehmen können oder mitbegleiten können. Dementsprechend machen wir damit jetzt Ende Januar weiter. Nächster Termin ist dann Aachen, dann Düsseldorf, wobei hier noch nicht ganz klar ist, in welchem Rahmen das stattfindet, aber da bin ich ja mit Vako, hallo Vako, in Gespräch. Und danach ist noch Münster und Köln angedacht. Mit allen kommunalen Piraten sind wir da vor Ort. Sobald die Termine feststehen, gehen die sowohl hier über die Liste, wie auch natürlich über die AK Kommunal, wie auch natürlich über die NRW-Liste. Vielen Dank, Toso. Das läuft, finde ich gut. Damit sind wir am Ende von Top 7, den Veranstaltungen. Jetzt gibt es noch einen Einwurf im Bereich Sonstiges von Dietmar. Gehört eigentlich zu Veranstaltungen, ist aber keine außerhalb des Landtags, sondern eine innerhalb des Landtags und gehört zu dem Thema, welches wir eben ja schon mal andiskutiert hatten, Grunderwerbsteuererhöhung. Da findet am 2. Dezember. Was? Ist schon vorhin. Hattest du schon die Anhörung? 2. Dezember? Ja. Oh, okay, dann habe ich die irgendwie. Und Auswertung in 2 Stunden. Ja, also ja, dazu noch die Einladung. Dazu noch die, geht noch die Einladung raus an alle hier mit dem Thema Befassten bzw. Interessierten, auch außerhalb dieses Raumes, sprich in den Stream. Hallo Stream. Fragen gerne gesehen. Fragen in Zusammenhang mit der Grunderwerbsteuererhöhung, die von Seiten der regierungstragenden Fraktionen gewollt ist. Ja, bitte. Also wie gesagt, 2. Dezember, es wäre schön, wenn die Fragen, sofern sie entstehen oder vorhanden sind, bis dahin uns per Mail vorliegen. Das heißt per Mail an mich oder gerne auch an jeden anderen, aber zentralisiert eben sinnvollerweise, dann würde ich mal vorschlagen, an mich. Oder Kommunale, das wären dann der Toso und der Frank. Und ja, go. Danke, Dietmar. Bist du weg? Oder? Achso. So. Weil dann würden wir jetzt in den nicht öffentlichen Teil langsam gehen. Herr Polge F., warten Sie noch ein paar Sekunden, bitte. Denn wir werden dafür für den Übergang auch ein bisschen länger brauchen, denn ich habe mich gerade dazu entschlossen, euch vorzuschlagen, dass wir dann auch später einen nicht öffentlichen Teil im nicht öffentlichen Teil haben. Wenn, ja, das heißt also auch ohne Fraktionsangestellte. Genau, wir müssen dann auch raus. wollte ich halt nur schon mal angekündigt haben. Und von daher möchte ich die heutige Sitzung im öffentlichen Teil hiermit beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich, auch dass wieder Ruhe eingekehrt ist. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns spätestens im Stream wieder nächste Woche Dienstag und tschüss. Und dann gehen wir jetzt gleich in Top 8 in den nicht öffentlichen Teil.